So, liebe Community, damit herzlich willkommen zurück zu F123. Wir legen auch gleich mit Breaking Point los. Ich will nur kurz was nachgucken. Optionen, Einstellungen. Und jetzt seht ihr oben rechts Einstellungsfilter Experte. Wenn man jetzt hier mit Dreieck drückt, Gelegenheitsfahrer, das hatten wir nämlich gestern, glaube ich, irgendwie zum Schluss drin, weil er das eingestellt hatte. Warum auch immer. In der Aufnahmezeichen hat er das irgendwie umgestellt. So ist dann Standard, jetzt ist Experte. Und bei Experte könnt ihr auch bei den Fahrhilfen alles wieder einstellen. Ideallinie habe ich dann doch mal auf Kurven gestellt. Sicher ist sicher, das ist mir jetzt egal, wenn ich Ideallinie in den Videos drin habe. Und so weiter. DRS-Hilfe, warum ist denn die wieder eingestellt? Die soll nicht eingestellt sein. DRS-Hilfe machen wir aus. So, und jetzt ist das alles wieder auf normal, so wie es sein soll. Lenkassistent aus, weil Lenkassistent brauchst du mit den 23er Fahrzeugen definitiv nicht. Also wer in F1 23 noch eine Lenkhilfe braucht, der kann gar nichts. Das ist einfach ein Noob, sorry, dass ich das so knallhart sage, aber in F1 23 braucht man keine Dings mehr, keine Lenkhilfe mehr, definitiv nicht. Dann würde ich sagen, da steht unten steht noch Kapitel 7, jetzt kommt dann der Anruf hier. Wir kommen jetzt gleich ins Kapitel 8. Jetzt haben wir aber, weil ich gestern aufhören musste, um die Videolänge einzuhalten, wahrscheinlich erstmal einen Anruf. Was gibt's? So kümmert sich ein Butler um seine Angelegenheiten. Oh ja. Genau. Du repräsentierst das Team und den Namen Butler. Ich könnte nicht glücklicher sein. Ja. Ist gut gelaufen. Gut. Ich bin schon gespannt, was diese Clowns Ackermann und Connor zu sagen haben. Ja. Alles okay, Devin? Was? Ja, alles gut. Nur das Adrenalin. Ich habe heute alles gegeben und muss erstmal etwas runterkommen. Natürlich. Wir reden später. Ich habe ein paar Meetings, aber ruf mich ruhig an. Ich bin stolz auf dich, Junge. Stellen wir sicher, dass das heute keine einmalige Sache war. Okay, ciao. Ja gut, hier gehe ich weiterhin nur ganz schnell durch. Da interessiert mich eigentlich nicht viel. Das hatten wir schon, ne? Ja, genau. So, auf zum nächsten Kapitel. Auf ins Kapitel Nummer 8. Grand Prix von Australien, einige Wochen später. Okay, bei den Nachrichten kommt kein neuer Anruf, okay. Ja, dann hat sich das auch erledigt. Was haben wir hier? Steht hier noch irgendwas Wichtiges? Ich versuche das wieder auf die Schnelle für mich durchzulesen, beziehungsweise ich gehe nicht zu schnell, dass ihr auch grob mitlesen könnt. Aber das ist halt nur bla 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 eigentlich. Genauso hier die Mails. Das ist auch eigentlich nur bla bla, aber kurz überfliegen möchte ich es dann doch. Gehe zum Rennen. Los geht's. Grand Prix von Australien während des Rennens.
Und hier kommt Butler. Super Tempo auf der Gerade. Jetzt geht's rein in die schnelle Linkskurve. Oh, da war ein bisschen spät dran. Bei der Ausfahrt kommt er fast von der Strecke ab, Stefan. Was war denn das bitte? Man spürt förmlich die Verzweiflung, Sascha. Er macht viel zu viel Druck. Ich meine, zu diesem Zeitpunkt ist niemand sonst in seiner Nähe. Devin, wir müssen die Bremsen etwas drosseln. Kannst du mich hören? Die Bremsen sind lediert. Okay, wir prüfen das. Du wirst merken, dass die Leistung abnimmt. Sorry dafür. Was? Warum? Wir haben dich gebeten, die letzte Runde weniger Druck zu machen. Das hat das Problem verschlimmert. Wir können da gerade nichts machen. Wovon redest du da? Hey, du musst tun, was du kannst, Devin, okay? Halte so viele Positionen wie möglich. Also keine Leute durchlassen, einfach nur Position halten, okay? Ah, aufpassen, nicht zu weit rausfahren, hoppala. Uiuiuiui. Aber das Schöne ist, mit den 23er Autos geht das. Die 23er Autos kann man, ja, easy abfangen will ich nicht sagen, aber man kann sie im Gegensatz zu den Vorgängern wenigstens abfangen. Okay, Abstand zum Auto vor dir, 1,9 Sekunden. So, diesmal nicht zu weit rausgefahren, sehr gut. Boah, macht F1 23 Spaß, Leute. Also bisher kann ich es echt nur empfehlen. Gestern habe ich das knapp storymäßig knapp 4 Stunden gespielt, glaube ich, von den Videolängen her. Also es waren nicht ganz 4 Stunden, so 3,5, fast 4. Also war mega geil. Heute nehme ich jetzt, wie gesagt, auch nochmal 1-2 Videos auf, dass ihr für die abendlichen Stunden heute auch nochmal die Videos habt. Und dann geht's, wie gesagt, morgen am Sonntag auch wieder weiter mit der Story. Also die Story, die möchte ich ganz gerne bis Montag, spätestens Dienstag durchgebinged haben. Ich überlege schon, weil mir dieses F1 hier so mega viel Spaß macht, ob ich nicht doch vielleicht eine MyTeam-Karriere mache. Da muss ich dann nur gucken, wie ich das mache. Weil es gibt ja die neue Renndistanz von 35%. Und ich überlege, ob die 35%... Ah, Mist, zu spät gebremst. Aber ich überlege, ob die 35% in eine Stunde Video reinpassen. Oder ob ich halt die alten 25% nehme. Die sollten auf jeden Fall reinpassen. Nur wie ich das dann mit dem Quali mache, weiß ich noch nicht. Also ich denke mal, die Trainings, die würde ich dann privat fahren. Also die MyTeam Trainings, die fahre ich privat. Ich sag mal, so Training interessiert, denke ich mal, keinen von euch. Qualifying müsste ich dann gucken. Wahrscheinlich Blitz-Qualifying einfach, anstelle alle Qualifying oder so. Und dann halt das Rennen. Aber ob ich das mache und wie ich das mache, weiß ich noch nicht. Und das würde ich dann auch wahrscheinlich in einer separaten Playlist machen. Dann würde ich noch eine neue Playlist erstellen, F1 23, MyTeam Saison. Ich würde aber wahrscheinlich nur eine MyTeam Saison machen. Also ich würde dann nicht wie Dave Gaming dann viele Fahrerkarrieren und viele MyTeam Saisons machen. Ich würde wahrscheinlich, wenn ich es mache, nur eine machen. Das überlege ich mir aber noch. Das lasse ich mir kommende Woche nochmal durch den Kopf gehen. Weil der eigentliche Plan war ja nur hier Breaking Point zu zeigen.
weil dann, ich habe ja auch den Community-Post auf YouTube gemacht, weil ich dann ganz gerne meine anderen Projekte weiter vorantreiben möchte, was ich ja auch neulich mit euch besprochen habe. Aber das meinte ich mit dem Community-Post. Vielleicht gibt es auch die ein oder andere Überraschung, weil ich bin echt drauf und dran, hier eventuell auch eine Karriere zu machen. Oder ich mache keine ganze Karriere, oder ich mache zwischendurch einfach zur Abwechslung auch mal ein F1-Rennen. Einfach nur Grand Prix und dann zwischendurch mal auf irgendeiner Strecke zwischendurch ein paar Rennen fahren. Wie gesagt, das möchte ich euch noch nicht versprechen, das überlege ich mir noch. Okay, diese Rauchspuren sind immer noch zwischendurch da, aber das sieht in dem Fall einfach nur aus wie Verbremser. Sehr gut, auch vorbei. Etwa drei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Das fährt sich so geil, ey. Das fährt sich einfach so angenehm mit den 23er Autos. Das ist deine letzte Runde. Die letzte Runde des Rennens. Komm, Leclerc holen wir uns noch. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ja, ein bisschen spät gebremst, aber wir kommen rum. Sehr gut. So, das Rennen ist vorbei. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. Devin Butler ist nicht zum ersten Mal aus der Reihe getanzt. Ich bin gespannt, wie Connorsport damit umgehen wird.
Wie wir in der Vergangenheit gesehen haben, ist es schwierig, die Fahrer und Fahrerinnen zu steuern, oder Sascha? Und sie arbeiten eigentlich für das Team. Das ist ja das, was man will. Es ist eine komplizierte Situation. Ja, es scheint so, als hätten sie sich in der letzten Saison damit auseinandergesetzt. Und wir wissen, dass Kaspar Ackermann für 2023 einen klaren Schnitt machen wollte. Zweifellos wird er ein Machtwort sprechen. Sie wollten auf keinen Fall, dass sich wiederholt, was in der Vergangenheit geschehen ist. Wir haben auf der Strecke schon einige Duelle gesehen. Das kann so nicht weitergehen. Sie schaden dem Ruf des Teams und sich selbst. Da müssen sie Ordnung reinbringen. Da ist ein Gespräch fertig. Ja, ganz genau. Hier in Australien gibt es viele Veränderungen. Und während sich die Teams an ihre neue Situation gewöhnen, werden wir das auch tun. Hier kommen die Sieger von heute. Das Team von Red Bull hat in letzter Zeit hervorragende Arbeit geleistet. Man sieht deutlich, dass sie sich gesteigert haben und können deswegen auch stolz auf ihren heutigen Sieg sein. Sie haben heute eine Teamorder ignoriert, Devon. Letztes Jahr in Ungarn haben Sie das auf den Teamfunk geschoben. Aber das Team sagte, die Systeme funktionieren. Geben Sie uns heute eine ehrliche Antwort? Es war ein weiteres technisches Problem bei Connors Sport. Ich möchte die Spekulation nicht befeuern. Fehler passieren. Ach komm, ich möchte die Spekulation nicht befeuern. Egal, was ich sage, wird aus dem Zusammenhang gerissen werden. Ich möchte diese Spekulation nicht noch befeuern. Ich bespreche das mit dem Team und wir sorgen dafür, dass das nicht wieder passiert. Ende. Sie mussten das Rennen heute mit einem beschädigten Auto beenden. Wie war das für Sie? Das war ziemlich einfach. Ich habe getan, was ich konnte, aber wie soll das gehen? Es war schwierig. Es war schwierig, würde Devin Butler nie sagen. Das war ziemlich einfach. So voll arrogant und so voll selbstbewusst einerseits und andererseits aber voll arrogant. Komm, das war ziemlich einfach. Aber Sie haben das Rennen gesehen. Ich habe das Beste aus einer schlechten Situation herausgeholt. Manchmal ist das einfach nötig. Es wird behauptet, Sie würden bevorzugt behandelt werden, weil Ihr Vater das Team finanziert. Was sagen Sie zu diesen Vorwürfen? Ich glaube, er bevorzugt Aiden. Ein Team muss seinen besten Fahrer priorisieren. Ich liebe es, bevorzugt behandelt zu werden. Oder das Geld meines Vaters hat nichts mit meinem Talent zu tun. Ja, da würde ich dann sagen, ein Team muss seinen besten Fahrer priorisieren, weil Devin Butler ja immer so tut, ich bin der Oberking und so weiter und so weiter. Also, ich mach mal das. Ein Team muss seinen besten Fahrer priorisieren. Keine große Sache. Passiert andauernd. Aufgrund Ihrer bisherigen Leistungen, was erwarten Sie von Connorsport in dieser Saison? Wenn das Auto funktioniert, können wir gut abschneiden. Wir können gewinnen. Mit Aiden im Team haben wir nur begrenzte Möglichkeiten. Ja, das wäre Devin. Ein echtes Problem hat. Und das heißt Aiden. Er ist der langsamste Fahrer im Grid. Mit ihm im Team ist es schwer, die Saison gut abzuschließen. Aber wir geben unser Bestes. Nein, das war ein Scherz. Aber komm schon, Aiden, ernsthaft. Vielen Dank. Danke. Grand Prix von Australien nach dem Rennen. Könntest du dir das mal ansehen? Devin wollte sich nicht zu den heutigen Ereignissen äußern. Es wird viel spekuliert, was sollen wir sagen? Devin ist ein großartiger Fahrer und es war ein Missverständnis, so etwas passiert eben. Jetzt ist es ernst, wir können das nicht wie im letzten Jahr regeln. Sag ihnen, dass wir nicht sicher sind, was passiert ist, aber dass wir der Sache nachgehen oder kritisieren. Sag ihnen, dass wir eindeutig Probleme haben, mit denen wir uns befassen müssen. Wir erwarten von Devin und von unserem Auto mehr.
Dass Devin mal zuhört auf jeden Fall, ne? Also kritisieren. Kein Thema. Devin wird immer kritisiert. Ja, der Fall der fehlenden Teamordnung. Und Telefon, wie immer, nach dem Rennen. Du erstickst das im Keim, Kasper. Hast du mich verstanden? Andreo? Butler, was war das heute da draußen? Ich will keine Wiederholung der letzten Saison. Wir sind ein Team. Er kann nicht einfach tun, was er will. Beruhige dich, ich hab das unter Kontrolle. Wir sprechen von Devin. Da gibt es keine Kontrolle. Er hätte das Auto fast kaputt gefahren, Kasper. Hat er aber nicht. Du weißt, wie das da draußen ist. Es gibt bestimmt eine Erklärung. Oder eine Ausrede. Wir werden es herausfinden. Ich spreche das bei der Besprechung an und melde mich dann. Okay, ich muss los. Davidoff ist in der anderen Leitung. Ja, natürlich. Viel Spaß. Wie gesagt, wer das alles durchlesen will, kann das gerne tun, indem er kurz Pause drückt. Ich versuche es einigermaßen lange dazulassen, aber ich will ja dann auch mit dem nächsten Kapitel weitermachen. Ja, das ist auch geil. Ist jemand wirklich überrascht? Das ist typisch Butler, typisch Devin. Wir sollten von diesem Verhalten nicht mehr überrascht sein. Ja, das stimmt. Manche Sachen, die hier stehen, sind ja gar nicht mal schlecht. Ja. Und dann tut der andere hier auf Lukas antworten. Bitte sei ruhig. Niemand interessiert sich für deine dumme Meinung. Wer ist Lukas Weber? Devin Nummer 1. Ja, das sind dann die Dinger. Lukas Weber, könnt ihr euch auch noch vielleicht erinnern. Aber das meiste könnt ihr euch selber durchlesen. Ja, war klar, dass der Vater Devin dafür nicht die Schuld in die Schuhe schieben wird, das war klar. Ja, das ist auch cool. Manche Sachen sind cool. Komm, nächste Kapitel, Kapitel 9. Es ist eine große Sache, wenn dein Fahrer sein eigenes Ding durchzieht. Also gab es beim Team-Meeting einiges zu besprechen. Und? Wie hat Devin reagiert? Tja, er hat alles abgestritten und schob es auf die Funkverbindung. Und das kam mir komisch vor. Im Jahr zuvor, als ich noch Teamchef war, gab es schon mal sowas. Und der kam mir mit exakt der gleichen Ausrede. Typisch Devin halt. Grand Prix der Emilia Romagna. Einige Wochen später. Kapitel 9. Ja? Du wolltest mich sehen? Ah, da ist er ja. Du bist wirklich nicht leicht zu finden. Gut, dann lass uns doch gleich zur Sache kommen, Devin. Was ist los mit dir? Wovon redest du? Nun, du missachtest nicht nur die Teamanweisungen,
Es gibt Gerüchte. Alle sagen, dass du abgelenkt bist und dass du sie komplett ignorierst. Ich sorge dafür, dass das Team gut funktioniert, wie ein Uhrwerk. Also versuche ich nur zu verstehen, was los ist. Ich sagte doch, check den Teamfunk. Das haben wir bereits. Am Funk liegt's nicht. Was ist da los? Gar nichts. Jetzt hör auf damit und sei nicht so respektlos. Okay. Ich hab's gehört. Zufrieden? Jetzt besser? Wieso das Ganze? Ist ganz schön viel alles. Der Druck. Die Gerüchte, die seit Monaten kursieren. Komm schon. Du bist Devin Butler. Die Gerüchte kommen doch von dir. Du weißt doch, was sie sagen. Und was sie so schreiben. Er fährt mit Daddys Geld. Ich, fang langsam an mir zu zweifeln. Okay. Lass uns daran arbeiten. Zum Beispiel könnten wir am Image des Teams was ändern. Das wäre super. Aber in der Zwischenzeit möchte ich, dass du einen Arzt aufsuchst. Nur zur Sicherheit, du hast heute noch einen Termin. Kasper, das passt schon, okay? Jetzt steht erstmal ein Rennen an und ich muss mich konzentrieren. Na gut, okay. Aber direkt nach dem Rennen wirst du dahin gehen. Alles klar? Ja, klar. Wie viele Butlers sind für viele, ist ja auch geil, wie das da steht. Ja, ich hoffe, ich lasse euch die Dinger immer lange genug da, aber ich will da halt auch nicht zu lange draufhalten. Wie gesagt, pausiert das dann bitte. Ja, nicht vergessen, Butler fährt in einem von Papa finanzierten Team, das von einer Legende im Ruhestand geleitet wird und sein Teamkollege war sein Erzrivale. Schon lustig alles. Ja, das stimmt auch. Man kann über Butler sagen, was man will, aber langweilig wird es mit ihm nicht. Also manche Kommentare sind schon cool, weil manche Sachen stimmen ja auch. Hey, cool, da ist mal wieder einer von Dave drin. Imola war in den letzten Jahren echt interessant. Ich freue mich auf ein weiteres großartiges Rennen in diesem Jahr. Ja, das Verhalten von Butler Melbourne wurde sehr genau unter die Lupe genommen. Erhöht sich dadurch der Leistungsdruck auf seinen Teamkollegen, falls Butler sich wieder daneben benimmt. Also manche Sachen sind echt cool, die dabei sind. Okay, er war wirklich beim Arzt oder so, ärztliche Bestätigung, okay, Devin, Auf Wunsch von Kasper, wenn du nach dem Rennen vorbeikommen kannst, wird man dich empfangen. Okay, das ist, ja klar, nach dem Rennen, aber wir kriegen schon mal die Bestätigung, dass Linda, also die Ärztin, Bescheid weiß. Okay, was haben wir hier? Wettervorhersagen. Okay, das ist auch klar, das ist auch klar. Dann würde ich sagen, dann wollen wir mal Kapitel 9 noch beenden und mal zum Rennen gehen.
Emilia Romagna, also auf nach Imola. Was ja dies Jahr leider wegen Hochwasser ausgefallen ist. Kann man aber verstehen, weil da haben die Menschen natürlich vor Ort Vorrang gehabt. Das ist logisch. Aber schade, dass das Rennen ausgefallen ist. Dies Jahr ist es trotzdem, weil es ist eine sehr geile Strecke. Noch 7 Runden. Mal gucken, was mich jetzt erwartet. Alles okay, Devin? Ja, lass mich einfach machen, okay? Ja, Manöver. Bei dir sieht das so einfach aus. Bisschen weit raus, aber egal. Ich meine, heute habe ich hier einen Frosch im Hals, warum auch immer. Ey. Komm, Bottas ziehen wir auch einfach innen rein. Na, wieder ein Ticken zu schnell, aber macht nichts. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 1,5 Sekunden. Also die 23 Autos können das ab, wenn man da mal mit zwei Reifen ein bisschen Kies mitnimmt. Ja, so einen Aiden Jackson kann man ruhig mal berühren, gerade wenn man als Devin Butler fährt. Sekunden.
Ja, da habe ich den Kirk ein bisschen schlecht erwischt und dadurch sind wir auch ein bisschen rausgeflogen, aber egal. Den Platz kurzzeitig zwar verloren, aber kein Thema, holen wir es direkt wieder. Und wie gesagt, man kann die Autos einigermaßen abfangen, auch wenn man mal durch den Dreck muss, aber bei den Vorgängern, wenn man in den Dreck gefahren ist, hat man sich zu 80-85% immer weggedreht. Das ist hier halt nicht mehr der Fall. Definitiv nicht. Also von der Fahrphysik her kann ich dieses Spiel einfach nur jedem empfehlen. Die Fahrphysik ist mega geil. Von den Trophäen wiederum nicht. Wenn ihr Trophäen-Junkies seid und den Formel 1-Spiel noch Platin haben wollt, von den Trophäen her, ja, ihr müsst Ranglistenrängen fahren, Safety-Wertung von A erreichen. Und dann haben die das Spiel in Ranglisten unter Divisionen aufgeteilt. Ihr fangt in der Bronze-Division an, müsst in die Gold-Division. Und ganz am Ende müsst ihr, glaube ich, in die, ja nicht Platin-Division, wie heißt das? Ach, auf jeden Fall müsst ihr wieder in eine höhere Division rein. Und das ist natürlich mit echten Spielen auf der Strecke gar nicht so einfach, weil ihr kennt das ja mit den ganzen Crash-Kits und so weiter. Oh, weiter, Story geht weiter. Was für ein Chaos! Damit ist Devin Butler aus dem Rennen ausgeschieden. Was für ein Wahnsinn für ihn! Aber es sieht so aus, als käme er raus aus dem Auto. Das ist eine gute Nachricht. Was für eine Erleichterung. Trotzdem scheint er wackelig auf den Beinen, Sascha. Ja, und er zeigt dem Publikum auch den erhobenen Daumen. Für ihn mit Sicherheit ein schlimmer Moment. Das war's, Kaspar. Das war's. Ist schon okay. Ist okay. Es war sein Gehör. Er hatte es vor uns verheimlicht. Ich glaube, er wollte es vielleicht selbst nicht wahrhaben. Er war auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Tja, blöd gelaufen. Wie ging es Ihnen? Tja, ich war am Ende. Aber ich war 5 Jahre dabei. Das ist doch was. Ich meine, wer kann da schon mit mir mithalten, also? Und ich gehörte zu den Allerbesten, solange ich dabei war. Das werden alle bejahen. Wie haben Sie sich nach Devins Ausscheiden gefühlt? Wie ich mich gefühlt habe? Neue Trophäe, ein neues Kapitel, das Butler-Anwesen Großbritannien, einige Wochen später, Kapitel 10. Aber wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, brauchen wir eine neue Lösung, eine dauerhafte, und zwar schnell. Mitten in der Saison? Nein, unmöglich. In Anbetracht der Umstände, könntest du uns ein wenig Spielraum beim Vertrag einräumen? Ich habe die Prognosen. Erreicht Konnersport in der Konstrukteurswertung nicht den 5. Platz diese Saison, lohnt sich die Rendite nicht für mich. Das war unser Deal. Und der gilt weiterhin. Aber mit etwas mehr Zeit hätten wir die Möglichkeit... Stopp! Vertrag ist Vertrag.
Und dann noch ohne Devon als Fahrer. Haben sich meine Interessen nun allein aufs Business verschoben. So ist das Geschäft. Und was jetzt? Was sollen wir tun? Also, dein Vermächtnis ist dir anscheinend wichtig, Davidov. Als Vater kann ich das gut verstehen. Wenn also Devon, dein Sohn, nicht mehr fährt, fragen wir deine Tochter. Warum nicht Kelly den Sitz anbieten? Nein. California wird nicht bei Connorsport unter Vertrag genommen. Warum nicht? Das bringt dem, der sie unter Vertrag nimmt, jede Menge kommerzielle Möglichkeiten, hm? Vergiss das Vermächtnis. Du wirst Geschichte schreiben. Und du würdest einem riesigen Talent den ersten Schritt in die Formel 1 ermöglichen. Du wirst es nicht bereuen. Komm, du weißt, dass sie es verdient. Die Tochter, die den Namen ihrer Mutter trägt, um mich zu kränken. Sie würde nie zustimmen. Überlass das mal nur mir. Der Deal steht noch, Ackermann. 5. Platz oder ich bin raus. Immer ein Schritt nach dem anderen, okay? Ja, sonst kriegen wir das Geld nicht mehr vom Vater. Ist klar, wenn wir es nicht schaffen. So. Der Zwischenfall in Imola. Ja, gut, dann würde ich sagen, gehe ich in dieser Folge noch die Nachrichten schnell durch. Nachrichten, Social und E-Mail. Aber zum Rennen gehen wir dann erst in der nächsten Folge. In der nächsten Folge gibt es dann wieder Kapitel 10, weil wir hatten jetzt 8 und 9 und Kapitel 10 geht dann in der nächsten Folge weiter. Aber die Nachrichten hören wir uns mal eben an, beziehungsweise lesen wir uns eben schnell durch. Andreo? Hast du schon mit ihr gesprochen? Ja, wir haben geredet. Und? Was hat sie gesagt? Sie wird dieses Wochenende hier sein. Sie hat zugestimmt, sich mit mir zu treffen. Du hast sie noch nicht gefragt? Natürlich nicht. Das ist eine heikle Situation. Sie hat sicher eine Ahnung, aber das kann man doch nicht einfach am Telefon so fragen, oder? Warum nicht? Komm schon, das könnte ihr Leben verändern. Und die familiäre Situation muss mit ein wenig Respekt gehandhabt werden. Du kennst sie. Sieh nur zu, dass sie ja sagt, und zwar schnell. Ich möchte nicht weiter Fragen zur Zukunft von Connorsport beantworten. Ach, ein Teil des Interviews habe ich gelesen. Ich konnte spüren, wie du dich windest. So schlimm? Noch schlimmer. Ich rufe dich an, sobald ich mehr weiß. Ja, und hier stehen ja sehr viele Grundinformationen drin, auch über die echte Formel 1. Das finde ich halt auch mega geil.
So, da würde mich jetzt interessieren, was Dave dazu sagt. Steht er dabei? Nee, leider nicht. Ich hoffe, du führst nichts im Schilde unten. Das letzte ist gut. Natürlich führt Kasper Ackermann was im Schilde. Wir wollen dich verpflichten hier. Okay. Und damit würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, wie immer gerne liken und kommentieren. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, auch gerne abonnieren und die Glocke nicht vergessen. Das hilft mir und dem Kanal sehr weiter. Und dann sehen wir uns hier mit Kapitel 10 beim nächsten Rennen in der nächsten Folge wieder. Peace, over and out, euer Maulwurf. Ciao, ciao.